sechste Teil unseres Weltreisetagebuchs beginnt in Durban, Südafrika. Gegen Abend gehen wir nochmal an den Strand, die sogenannte Golden Mile. Geht die Reise weiter in Richtung Port Elizabeth.
Elizabeth ist ein beliebter Ausgangspunkt für Safaris. Wir gehen aber nicht auf Safari, sondern sehen uns mal diese nicht ganz so bekannte Stadt an. Thank you.
In Südafrika wird man vielerorts mit Nelson Mandela konfrontiert. Tja, gehört das jetzt auch zum Kunstwerk oder kann das weg? Am zweiten Tag in Port Elizabeth gehen wir nochmal ins Zentrum und zum alten Fort. Thank you.
Das Stadion vor Ort wurde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 errichtet. Dann haben wir noch nette, entspannte Polizisten erlebt, die Konflikte durch Lachen und Tanzen lösen. Am Seetag und in der Nacht ist es stürmisch und kalt. Die Wellen sind 4 bis 5 Meter hoch.
Die Hafeneinfahrt in Kapstadt ist spektakulär. Anständiges Stück Bildung ist nicht zu verachten.
Union sieht man das Stadion von der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Von hier aus geht es auf die ehemalige Gefängnisinsel Robben Island, wo Nelson Mandela 18 Jahre inhaftiert war. Das Museum für zeitgenössische afrikanische Kunst befindet sich ebenfalls in diesem Silo. Von hier aus kann man mit einem Hop-on-Hop-off-Bus gut durch die Stadt fahren und das werden wir jetzt machen. Die Seilbahn auf den Tafelberg ist heute leider gesperrt, also fahren wir weiter.
Dort, wo sich die Strände befinden, staut sich der Verkehr vor der Kulisse des beeindruckenden Lion's Head.
Wir sind mittlerweile in Namibia angekommen und dieser Karte kann man entnehmen, was wir uns alles hier ansehen werden. Erstmal sehen wir uns ein wenig in Wolfish Bay um. Hier sollten sich eigentlich Flamingos befinden, ist dem aber nicht so. Dann fliegen allerdings einige über uns hinweg und so können wir ihren Aufenthaltsort doch noch orten. Die hiesige Waterfront ist noch ausbaufähig. Jetzt werden wir noch einen kleinen Ausflug in die Wüstenlandschaft von Namibia unternehmen. Jetzt geht es in die Wüstenlandschaft Namibias und zuallererst zur bekannten Düne 7. Man lässt uns nicht auf das Gelände der Düne, eine Erklärung dafür erhalten wir nicht.
Wir sind weiter in die Wüste hineingefahren zu den berühmten und bekannten Welwitschia-Pflanzen. Das nächste Ziel ist erreicht, das Moon Valley mit der sogenannten Mondlandschaft. Jetzt machen wir eine kleine Rast im Moon Valley Safari Camp. Wir verlassen das Camp Richtung Swakopmund, dem einzigsten Seebad in Namibia. Bevor es zum Schiff zurückgeht, nehmen wir noch ein paar Eindrücke vom abendlichen Swakopmund mit. Erstaunlicherweise trifft man hier noch auf viele Zeugnisse der unrühmlichen deutschen Kolonialzeit.